Bei diesem Huawei P30 das Display gebrochen und zeigt kein Bild mehr an. Mein Kunde will jedoch nur die Daten haben, da er bereits ein neues Gerät gekauft hat. Eine teurige Display-Reparatur will er nicht bezahlen. Allerdings ist es überhaupt möglich, die Daten kostengünstig vom Gerät runterzubekommen? Das erfährst du in diesem Video. Bei genauer Betrachtung des Smartphones fällt schon auf, dass die Display-Schutzfolie gebrochen ist und vermutlich auch das Display einen Schaden hat. Das Ganze prüfe ich allerdings sicherheitshalber noch, indem ich einfach mal die Folie entferne. Und wie man hier sieht, sind auch Risse im Display. Das erklärt auch das ganze Verhalten. Und zwar, wenn ich das Gerät über einen Einschalter noch einschalte, vibriert es kurz. Das ist ein gutes Zeichen, dass es an sich noch funktioniert. Und wenn ich das Handy aufladen will und mir die Stromaufnahme am Messgerät anschaue, dann sehen wir, es schwankt am Anfang ganz kurz, das ist normal. Aber nach einiger Zeit sehen wir, die Stromaufnahme geht auf 1,4 Ampere circa hoch. Und auch die Wattzahl ist bei 6 bis 7 Watt. Das heißt, das Gerät lädt scheinbar normal, es reagiert auf Eingaben, das kann ich an der Vibration erkennen. Das bedeutet, sehr wahrscheinlich ist bei diesem Modell nur das Display defekt. Insgesamt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich jetzt bei diesem Handy die Daten noch retten kann. Die erste könntet ihr sogar selber ausprobieren. Für die erste Methode verwende ich diesen Adapter. Auf der einen Seite haben wir ein USB-C-Kabel, das wir ins Handy reinstecken können. Auf der anderen Seite diverse Ausgänge. Wichtig sind jedoch in diesem Fall HDMI-Ausgang. Und ein USB-Anschluss. Das ist übrigens der gleiche Adapter, den ihr zum Beispiel auch bei Laptops verwenden könnt. Dann stecke ich das Ganze erstmal am Handy an. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, was bringt mir das Ganze? Ich kann jetzt hier HDMI und USB anschließen. Das heißt, ich nehme mir am besten einen Monitor, kann vor einem PC sein, kann auch ein Fernseher sein. In meinem Fall, um euch das zu zeigen, habe ich jetzt hier ein Surface-Gerät mit noch einem zusätzlichen Adapter dran, mit HDMI-Eingang. Dieser Adapter wird allerdings bei euch normalerweise nicht benötigt. Ihr könnt direkt ein HDMI-Kabel am zum Beispiel Fernseher einstecken. Nachdem mein Surface hochgefahren ist, gehe ich in die ganz normale Kamera-App. Darüber funktioniert dieser Adapter. Dann steckt man einmal das HDMI-Kabel bei uns am Bildschirm an und auf der anderen Seite an den Adapter am Handy. Das Handy sollte man natürlich jetzt einschalten, falls es noch nicht passiert ist. Ich merke, Vibration ist da, es sollte jetzt eigentlich hochfahren und im besten Fall wird jetzt ein Bild angezeigt. Wie ich jetzt jedoch sehe, scheint das Ganze nicht zu klappen in diesem Fall. Das liegt zum einen daran, dass nicht alle Handys diese Funktion unterstützen und zweitens, das ist meistens das Problem, muss die Funktion vorher schon mal aktiviert worden sein, damit sie jetzt ohne Passworteingabe funktioniert. Da es bei dem P30 jetzt nicht funktioniert, nehme ich jetzt kurz ein anderes Handy, das noch funktioniert, damit ich euch zeigen kann, wie es eigentlich ablaufen sollte, wenn ihr diese Funktionen vorab angeschaltet hattet. Das heißt, ganz normal steckt ihr das Handy an. In meinem Fall tun wir jetzt so, als wenn das Display am Handy defekt wäre. Und siehe da, da öffnet sich schon der Bildschirm vom Handy. Jetzt habe ich natürlich das Problem, hier am Monitor kann ich keine Bedienung, nichts durchführen. Deswegen braucht man jetzt zusätzlich noch eine Maus, die ich auch am Adapter anstecke. Und wie wir hier sehen, habe ich jetzt eine Maus, mit der ich ganz normal mein Passwort eingeben kann. Das Handy wird dann entsperrt, unabhängig von diesem Display, den müsst ihr gar nicht berühren. Und wie wir hier sehen, habe ich jetzt vollen Zugriff aufs Handy, auf meinen Monitor drauf. Und wenn es bei euch so funktioniert hat mit dem Adapter, könntet ihr jetzt so in diesem Zustand die Daten übertragen. Das heißt, in der Regel habt ihr bei euch am neuen Smartphone, wenn ihr dieses einrichtet, irgendwo am Ende von der Einrichtung ein Menü, in dem steht Daten vom alten Handy übertragen. Damit könnt ihr euch mit dem alten Gerät per WLAN verbinden und könnt dann über den Monitor mit der Maus einfach der Datenübertragung zustimmen. Und die Daten werden auf das neue Gerät übertragen. Dazu muss eben, wie gesagt, der Display vom defekten Gerät nicht funktionieren. Bei diesem P30 war das Ganze jetzt leider so nicht möglich. Dann gibt es nur noch eine Methode, die ich kenne, um an die Daten zu kommen. Und die zeige ich euch jetzt. Um die zweite Methode anwenden zu können, muss ich jedoch das Handy öffnen. Dazu gebe ich es kurz auf eine Heizmatte, damit ich dann die Rückseite entfernen kann. Aufgewärmt ist dann das Backcover. Ihr könnt das übrigens auch mit einem Föhn warm machen. Beim Ausbau schaue jetzt ich darauf, dass das Ganze nach Möglichkeit nicht bricht. Allerdings, wenn ihr eh nur die Daten wollt, würde es jetzt auch keine große Rolle spielen, sollte bei euch das Backcover jetzt während dem Ausbau beschädigt werden, da dieses sowieso nur eine optische Funktion hat und jetzt für die Datenrettung erstmal keine Relevanz hat. Ich habe jetzt hier auf der Seite einfach einen kleinen Spalt mit meinem Werkzeug geöffnet und stecke dann eine Kunststoffkarte rein. Gebe immer etwas Isopropanol drauf, das hilft den Kleber anzulösen.
und dann versuche ich ums ganze Gerät vorsichtig rundum zu umfahren. In den Ecken ist das Ganze sehr stark verklebt. Da geht es jetzt sogar bei mir etwas schwieriger. Da muss man sich dann langsam vorarbeiten. Aber letztendlich lässt es sich dann abtrennen. Hier sieht man nochmal hier in den Ecken, auf beide Seiten, ist immer etwas Flüssigkleber bei dem P30 aufgebracht, deswegen geht das Backup in den Ecken deutlich schwieriger weg als in der Mitte. Um jetzt hier eine Datenrettung durchführen zu können, muss ich erstmal im oberen Bereich alle Schrauben von der schwarzen Abdeckung entfernen. Abdeckung habe ich dann entfernt und dann benötige ich noch die Hauptplatine. Dazu stecke ich hier alle Kabel ab. Entferne den SIM-Karteneinschub noch und dann löse ich einfach die Hauptplatine vorsichtig vom Rahmen raus. Die Hauptplatine habe ich dann inklusive der Kameras ausgebaut. Auf dieser befinden sich ja unsere Daten, beziehungsweise der Hauptspeicher ist auf dieser fest verbaut. Damit ich die Daten jetzt hier retten kann, habe ich mir mit der Zeit ein Sortiment an Displays zugelegt, wie jetzt zum Beispiel bei diesem. Das hat auch einen Displaybruch, es funktioniert allerdings noch ohne Fehler. Das bedeutet, ich nehme jetzt einfach dieses quasi neue Display, setze mir die Hauptplatine hier wieder rein. Jetzt hier der Akku leer ist, der Akku ist auch leer, deswegen benötige ich jetzt noch die Ladebuchse vom alten Display. Dann nehme ich hier nur die Ladebuchse mit dem Flexkabel und stecke das Ganze auf unserem neuen Display bzw. der Hauptplatine an. Und dann lade ich das Ganze kurz auf. Und dann sehen wir hier schon, das Huawei-Logo erscheint schon wieder. Das Gerät muss ich jetzt kurz laden, dann sollte es hochfahren und ich kann die Daten wegkopieren. Aber was ist jetzt eigentlich der Vorteil? Ich tausche doch jetzt einfach nur das Display aus. Das ist nicht ganz richtig. Ich biete den Service bei den meisten Handys in dieser Art an. Das bedeutet, der Kunde schickt mir in der Regel das alte und sein neues Handy. Ich baue dann provisorisch nur neues Display ein, gebe das Passwort ein, rette die Daten bzw. kopiere diese gleich auf das neue Gerät. Und am Ende wird das Ganze wieder zurückgebaut und der Kunde muss nur die Arbeitszeit bezahlen, aber nicht das teurige Display. In diesem Fall wäre es zum Beispiel so ein P30 Display, kostet glaube ich im Einkauf schon 120, 130 Euro. Die Datenrettung selbst kostet circa die Hälfte nur vom Einkaufspreis des Displays. Das heißt, der Kunde hat ziemlich viel Geld gespart. Wenn du selbst das Ganze mit dem Adapter nicht hinbekommen hast und jetzt auch das Display tauschen musst, hast du auch den Vorteil, dass du entweder irgendwo ein günstiges Nachbaudisplay nehmen kannst, das nur ein paar Euro kostet, oder man kann auch teilweise online schauen nach gebrauchten Displays, die vielleicht kleine Macken haben, zum Beispiel so wie dieses eben hier, mit einem Displaybruch, aber noch voll funktionsfähig. Dann könnt ihr das vielleicht für ein paar Euro, 20, 30 Euro oder sowas bekommen und könnt dann somit die Daten retten, ohne dass ihr ein neues, originales Display kaufen müsst, wo ihr dann über 100 Euro insgesamt zahlen würdet. Wie man sieht, lässt sich jetzt das Handy auch ganz normal bedienen. Entsperren tue ich es jetzt mal nicht, weil da sind ja private Daten drauf, die will ich jetzt nicht zeigen. Was ich allerdings jetzt noch machen werde, ich werde das Ganze auf das neue Handy übertragen, das hat mir der Kunde mitgesichert. Zusätzlich will der Kunde auch, dass ich die Daten auf einen USB-Stick sichere. Da müsst ihr allerdings beachten, wenn ihr wirklich alle Daten wollt, inklusive Kontakte
und Einstellungen und so weiter geht das nur auf ein anderes Handy vom gleichen Hersteller. Auf einen USB-Stick kann ich zum Beispiel nur Bilder, Videos oder auch Dokumente sichern. Allerdings speziellere Einstellungen, wie zum Beispiel Notizen, Kalendereinträge und so weiter, kann ich so nicht sichern. Das heißt, benötigt ihr alle Daten und ihr wollt das Gerät zu mir schicken, dann bitte nur ein neues bzw. ein Gerät mitsenden, das genug Speicher hat, wo ich alles raufkopieren kann. Wenn ihr noch kein neues Gerät habt, dann wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man das Display komplett tauscht und einbaut, dann allerdings nur mit einem neuen Originaldisplay und nicht mit diesem gebrochenen oder irgendwelchen Nachbaudisplays, die nach ein paar Monaten wieder Probleme machen. Habt ihr jetzt noch Fragen, schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Ich helfe euch gerne und beantworte, sobald ich Zeit habe, alle eure Fragen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann!